Hallo, wir sind wieder zurück. Genau, wir sind wieder zurück. Haben wir genug? Jascha, hast du genug Muni? Augenblick, ich guck mal eben. Ich kann dem theoretisch was geben, ja. Nee, der fragt wahrscheinlich, weil er selber auch genug hat. Brauchst du Muni oder willst du Muni? Andersrum. Andersrum. Brauchst du Muni oder hast du Muni? Nee, ich hab eigentlich genug. Dankeschön. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Wir gehen jetzt am besten. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Wenn wir nach Westen wollen, dann müssen wir ja eigentlich. Gute Frage. Also ja, die Straße ein bisschen runter in Richtung Wald. Bitte? Können wir theoretisch da am Wald entlang gehen? Ich bin schon mal nach Svetlojask gelaufen, aber der Weg war ganz schön weit. Also lang. Ja, das ist uns klar, dass der Weg lang ist, aber wir wollen auf jeden Fall hin. Okay, ja, dann musst du am besten auf der Siedebe gucken. Ja, die habe ich offen auf meinem zweiten Bildschirm hier, aber ich muss gerade mal überlegen, wo wir jetzt sind, weil die Kirche ist. Also, da ist, also glaube, wir wollen jetzt zu Devil's Castle. Das heißt, wir müssen da vorne, wo ich jetzt hingucke, an dem Wald entlang, oder nicht? Ein bisschen. Nein, das Krasse ist einfach nur im Prinzip, das siehst du sogar von hier von Greschino, das ist einfach nur im Prinzip einfach nur geradeaus jetzt. Da hoch? Kannst du auch mal zeigen, das sieht man sogar gleich. Ah, ich hab's jetzt, ich weiß jetzt, wo wir sind. Das heißt, wir müssen, ja, genau in die Richtung ungefähr. Wir sehen von hier eigentlich schon die Krasse, aber da gibt's keinen Loot oder so, also das ist uninteressant. Ja, aber das ist, kann man gut als Wegweiser benutzen, weil in die Richtung ist ja dann auch ungefähr dann, weil da ist ein Geschäft, da müssen wir auf jeden Fall durch. So, ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn er die ganze Zeit reden könnte. Ich versuche mich gerade schon die ganze Zeit hier zu orientieren. Ich schaffe das irgendwie nicht. Ich finde gerade nicht genau die Stelle, wo wir sind. Ich mache mal die Handykarte auf, damit komme ich besser zurecht. Ja, ich komme gerade mit beiden irgendwie nicht zurecht. Aber ich glaube, wir sind... wir müssen ein bisschen weiter nach links, glaube ich. Wir sind jetzt, glaube ich... Bleib mal eben stehen. Unterhalb von dem Wald. Warte mal gerade. Wir sind voll falsch gelaufen. Kann das sein, dass wir ein bisschen weiter nach links müssen? In den Wald hinein. In den Wald? Ich weiß gar nicht genau, warte mal. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. In den Wald, das weiß ich noch. Weiter nach rechts in den Wald, Paul. Hä, rechts? Ja. Wir laufen gerade, wenn du... Ich glaube, dann rechts. Hast du auf der Karte gerade die Kirche? Ja, wir laufen gerade von dem Weg, der zur Kirche führt, weg. Wir sind gerade quasi nach rechts gelaufen von der Kirche aus und die Castle ist aber ganz oben, wenn du ein bisschen rausscrollst. Also müssen wir weiter nach links. Okay, stimmt. Du hast wieder deinen Sprachchat an. Ich weiß. Also wollen wir rechts lang? Wir müssen weiter nach links auf jeden Fall. Oder? Okay. Ja, genau, ich markiere mal gerade. Achso, das kannst du jetzt eh nicht sehen, warte mal. Jascha, ich markiere mal gerade, wo wir jetzt genau sind. Da. Alter, jetzt rennt ihr die ganze Zeit, oder was? Rennt man nicht so schnell? Rentner. Ich bin der andere. Der Arzt ist der mit dem Cowboy-Hut. Genau. Mr. Indiana Jones. Okay. Kannst du in ungefähr 2 Wochen, denke ich mal, wird das hier dann auch auf YouTube sein. Wir nehmen immer ziemlich viel im Voraus auf, deswegen dauert das immer ein bisschen, bis man das dann auch sieht. Aber das wird auf jeden Fall, kannst du dir dann irgendwann angucken. Also ich nehme auch auf, aber das ist eigentlich nur für mich. Ich möchte damit keine... Nicht auf YouTube, oder?
Also meins ist auch auf YouTube, aber das ist trotzdem eigentlich nur für mich. Aber ja. Also bei mir kann man es auch sehen dann. Was? Er macht das halt nur für, im Prinzip, also er macht das jetzt nur einfach, weil er dann auch aufnehmen kann, damit man das aus seiner Sicht gucken kann. Und ich mache ja wirklich exzessiv richtig, also mit einem gepflegten Kanal und Videos und täglich und die ganzen Kram, die man so macht. Und Jascha macht einfach nur die Aufnahmen, die wir hier machen in DayZ, lädt er einfach nur hoch. Also der gibt sich da jetzt nicht so viel Mühe. Genau. Okay. So, die Burg müsste jetzt eigentlich nachher schon kommen. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen weiter links laufen, weil wir sind jetzt geradeaus durch den Wald durch und wir müssen viel weiter nördlich. Also wenn wir in der Straße kommen, dann müssen wir da links entlang an der Straße. Hier ist eine Straße. Ja. Ja, genau, da unten ist sie schon. Alter, wie er wieder läuft, ey. Da, ich sehe die Burg. Christeburg. Also da vorne kann man die Burg sehen, ne? Wenn ihr auf dem Weg seid. Wo seid ihr denn? Da ist die Burg. Wo seid ihr denn? Ja, da oben. Seid ihr auf dem Weg? Ja, wir sind schon viel weiter vorne. Ach so. Lass mal gerade hier auf den Jascha warten. Ah ja. Ich muss eh noch was essen. Meiner ist schon wieder am Verhungern hier. So. Wie lange ist die Folge? Schon fast 7 Minuten. Warte mal eben. Hallo? So. Weißt du, ob Antibiotika gegen Krankheit hilft? Ich meine nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Also so lange spiele ich DayZ auch noch gar nicht. Ach so, ja, ich hatte mal auf dem DayZ-Wiki geguckt und da stand, glaube ich, nur, dass Kohletabletten helfen. Aber ich hätte noch was davon dabei, also von dem Zeug hier. Von dem Antibiotika meine ich. Meine Verbindung bricht hier irgendwie die ganze Zeit ab. Das geht. Du lagst doch gerade ganz schön. Ja, ja. So, Jascha, bist du wieder dabei? Ich stehe vor euch. Ja, wir warten ja die ganze Zeit. Okay, dann lass weiter. Renn mal nicht so. Jo, du wolltest nicht springen. Hm? Dann wird man aber so schnell hungrig und durstig, wenn man sprintet. Wir haben nicht mehr so viel Essen. Ach so, okay. Du kannst auch, wenn du nicht normal laufen kannst, dann musst du, glaube ich, einmal Leertaste drücken. Damit du wieder normal laufen kannst. Oder einmal rechte Maustaste drücken, das hilft, glaube ich, auch. Genau. Aber jetzt rennst du ja wieder. Ja, wie geht das? Kein Doppelklick auf W, einfach nur einmal nach W auf W drücken. Du kriegst es nicht hin, ne? Ne, geht nicht. Ja, dann, wenn du einmal kurz Leertaste drückst, geht das dann? Ne. Wenn du einmal kurz rechte Maustaste drückst? Ah, jetzt. Ja, genau. Wir könnten auch dem Weg folgen, der führt auch zur Burg. Aber das geht, glaube ich, länger. Dann lass einfach Querfeld eingehen. Jo. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt unbedingt zu der Burg gehen, aber... Ich auch nicht. Also wenn wir der Straße folgen würden, dann würden wir schneller in... Wutz. Lass mal zur der Straße folgen, oder? Okay, lass doch nicht zur Burg gehen. Wir haben uns gerade in Skype umentschlossen. Weil da gibt es ja nicht so viel zu looten. Und ich möchte nicht an einem Hungertod sterben. Wäre auch schade. Welches Mikrofon nimmt er hier eigentlich bei mir in der Set? Weißt du das? Wie?
Bin ich so zu hören wie in Skype so laut? Oder bin ich ganz leise zu hören? Nee, ist ein bisschen anders. Deine Stimme hört sich anders an und so. Und ich? Deine hört sich genauso an wie hier, halt nur ein bisschen schlechtere Qualität. Aber ist das denn so eine nasale Stimme, wie wenn ich das Headset benutze? Nee. Okay, dann nimmt der wahrscheinlich auch das Mikrofon hier. Ja, dann ist gut. Ja, weil das andere Mikrofon klappe ich sonst immer weg, wenn ich das hier benutze. Und wenn man mich aber nur über das hört, dann wäre das blöd. Weil dann hört man mich ja nicht gut. Ich renne mal ein bisschen vor, ich renne mal ein bisschen. Sehr schöne Natur hier. Muss man ja sagen, mit dem Nebel sieht das schon echt geil aus. Naja, der Nebel ist schon geil. Russland ist schönes Land. Kalaschnikow-Land. Wodka-Land. Kartoschka-Land. Naja. Und hinlegen. Warum? Und rollen. Und rollen. Okay. Und, Alter. So, morgendliche Gymnastik gemacht. Können wir weitergehen. Komm, wir knallen den gleich ab. Nee, das wäre asozial. Das wäre richtig krass. Das wäre richtig kacke, ey. Und bleibt er denn da stehen? Will er uns jetzt umbringen? Das denke ich auch die ganze Zeit. Ich nehme mal meine Knarre in die Hand. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht mehr. Steht da vorne auf dem Feldweg bei mir. Ah ja. Der nimmt seine Waffe. Ah, jetzt nimmt er wieder weg. Nee, das bist du. Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Also bei mir, du gehst auf der Stelle, ich kann meine Waffe ja, nicht nehmen. Ja, da war gerade ein Serverlag, der ist jetzt aber vorbei. Alles okay? Bei mir, oder was? Ja, generell. Jascha hat gerade ein paar Verbindungsprobleme. Ja, klar, bei mir ist das okay. Okay. Ich sehe überhaupt nichts. Also du gehst... Ah, hier. Und das Verbindungssymbol. Ja, genau. Wenn das rote Verbindungssymbol kommt, ist meistens eigentlich schon... Zu Ende. Ist eigentlich schon zu Ende, genau. So, der Weg hier jetzt links würde zur Burg führen. Aber da wollen wir nicht hin. Können wir einmal hochgucken. Ja, so, sehr schön. Hat aber eine hübsche Waffe dabei, der Junge. Mhm. Und der hat auch schöne Klamotten dabei, ne? Mhm. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst. Ich pack mal meine Waffe. Ja. Hat der auch direkt wieder weggepackt. So, die Strecke führt jetzt hier direkt zu einem kleinen Dorf, was gar keinen Namen hat. Ich habe mal Position nochmal aktualisiert. Alter, mein Typ ist immer noch hungrig. Was ist das denn? Vielleicht schon wieder. Ja, schon wieder, ist klar, aber... Das geht doch nicht. Ich muss mir gleich mal eine Sardinendose öffnen. Hm. Hast du auch noch eine Sardinendose? Habe ich gerade eben gefunden. Ach so, okay. Ja, mein Messer ist zwar kaputt, aber das müsste ja eigentlich immer noch gehen. Ich glaube, ich lege mich gleich mal in die Badewanne. Es geht gar nicht, was für Schmerzen ich habe. Wo? Am Fuß? Nee. Hier an den kompletten, am kompletten Rumpf, so den an der Seite vom Bauch, weißt du? Mhm. Weil ich habe das trainiert. Das ist richtig schlimm. Jetzt hätte ich kleinen Muskelfaserriss oder so. Jetzt ist gerade das beste Wetter für Badewanne. Ja. Nass, kalt und Regen, ey. Schön Kakao und Badewanne. Ein paar Donald-Comics. Aber Kakao darf ich ja nicht essen, trinken, weil ich ja... Ja, ey, guck mal, da vorne ist schon das Dorf. Guck mal, da ist schon ein Dorf. Der hat echt schöne Sachen dabei, ne? Muss ich ja mal sagen. Ja. Ich will die Jacke von dem. Wir rennen so beide direkt hinter dem, gucken dem die ganze Zeit auf den Rucksack. Der kommt ja auch mal ein bisschen komisch vor, kann das sein. Der guckt die ganze Zeit nach hinten. Wollt ihr da unten in die Scheune gucken? Die sieht relativ groß aus. Ja, oder? Die sieht ganz gut aus. Lass da mal runtergehen. Bin Erster. Brrr,
Er ist da. Türen sind auf. Hui. Vielleicht sollte mal einer von uns die Knarre in die Hand nehmen. Ja, besser bewaffnet reingehen. Okay, ist leer. Naja, man kann sich nie sicher genug sein. Schuhe, Hose. Was für eine Hose? Langweilig. Hier Hunterpants. Achso. Ja, Hunterpants. Toll. Ja, ich habe keine Hunterpants. Nicht? Nee. Ich habe aber TTSKO-Pants. Ja, bessere. Ja, die ist besser. Aber die ist nicht. Ja, egal. Okay. Gut, war wohl doch nicht so viel. Man kann ja mal rein. Genau. Versuch ist es eigentlich immer wert. Wo bist du, Paul? Ich bin hier runtergegangen. Wo runter? Seid ihr wieder hochgegangen, oder was? Ja. Achso. Ja, hier unten wäre jetzt eine Straße gewesen. Wir kommen wieder runter auf die Straße. Bist du auf der Teerstraße? Ja, genau, ich bin direkt hinter euch. Naja. Das ist noch nicht, Gewotznotzdotz? Ne, das ist da bei dem Brunnen, das ne? Das hier ist jetzt ein kleines Dorf vor Gewotz. Mit einem Brunnen, ne? Genau, mit einem Brunnen. Dann können wir theoretisch gleich direkt durch den Wald gehen, auf die Straße, also. Genau. Einmal. Wir können eigentlich direkt, unterhalb vom Wald gehen und dann direkt zum Supermarkt. Jo, das meine ich. Ja, lass uns das tun. Looten wir hier, ja. Okay, ne? Ja, dann geht ihr wieder rechts, dann gehe ich links. Du kannst schon mal ein Haus weiter, also wir müssen ja nicht zusammen in ein Haus. Also ich finde das jetzt eigentlich gar nicht schlimm, dass er dabei ist. Solange der uns nicht umbringt, ist es nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass der das macht. Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch, aber... Ja, dann plane ich halt nichts für 6:30 morgen. Soll ich ruhig schon die Straße runterlaufen? Ja, genau. Ja. Guck schon mal da vorne die nächsten Häuser. Der klaut alle schönen Sachen. Ja. Wir sind ja schon, also... Ja, wobei, der hat mir einen Salinebeck, verabreicht. Einen, der komplett, der pristine war. Also ich finde, ich glaube nicht, dass der uns jetzt die schönen Sachen vorenthalten wird. Klar, wenn er jetzt irgendwie Muni für die M4 findet, wird er erstmal selber gucken, ob er genug hat. Aber das hat er Der steht auf einmal hinter mir. Hab ich mich erschrocken. Oh, Zombie, die können ja durch Wände noch glitschen. Und wo ist der denn? Siehst du den? Lass uns mal Folgenpause machen, oder? Alles klar, sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht, wenn wir nach Gwotzno reingehen. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.